Ich bin Managing Director von Eyes On, Monat der Fotografie Wien. Und ich habe die Freude, dass ich den Monat der Fotografie in Wien seit der ersten Ausgabe 2004 organisieren darf. Mein Name ist Michaela Rome und ich bin jetzt seit 2013 mit dabei im Team und eben seit dieser Ausgabe als Co-Direktorin. Also ich glaube, eine Besonderheit ist schon, es gibt ja sehr viele Fotofestivals, aber für mich eine Besonderheit ist, dass in Wien sowohl Institutionen als auch Einzelkünstlerinnen und Einzelkünstler die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Und das hilft uns natürlich auch dabei, eines der größten Festivals, Fotofestivals, zumindest in Europa, wenn nicht sogar weltweit zu sein. Dass wir ein bestimmtes Genre der Fotografie in den Vordergrund rücken, sondern eigentlich auch eine große Vielfalt. Also alles kann man nicht abbilden, alles können wir nicht ins Programm aufnehmen, aber dass es doch eine sehr große Bandbreite gibt, die man bei uns im Programm sehen kann. Ich wollte sagen, weil man freut sich dann schon eben so mit dem, dass man Leute auch motivieren kann, also dadurch, dass eben Künstler eigene Orte suchen können und man wirklich dann teilweise eben hört, es ist ja wieder Monat der Fotografie, wir produzieren was und sich dann auch eben kleine Gruppen zusammenfinden und gemeinsam ein Konzept sich auch erdenken. Und das ist sehr schön, wenn man dann diese Möglichkeit hat, weil man einfach wirklich sonst, wenn man jetzt nicht von einer Galerie oder einer großen Institution vertreten ist, auch diese Pressearbeit zum Beispiel nicht leisten kann. Und dadurch, dass man im Pocket Guide ist und in den Werbemitteln von uns vorkommt, man trotzdem Besucher und Publikum bekommt, obwohl man eben vielleicht in einem kleinen Offspace im 15. Bezirk ist. Ja. Und ich glaub, möchte ich noch ergänzen, ich glaube, dass wir durch unsere Arbeit und wie wir mit den Teilnehmern auch kommunizieren, dass wir dem Ganzen auch eine Wichtigkeit geben, ja? Also dass wir das doch auch so aufs Podest heben. Ja? Also natürlich muss ein großes Podest sein für so viele, aber und wir laden dann ein, Projekte einzureichen, können Ausstellungen sein, aber auch Diskussionen. Oder mal ganz was anderes, das muss halt mit dem Medium Fotografie zu tun haben. Und es gibt dann eine Jury, die aus den Einreichungen dann das Programm auswählt. Also dem European Month of Photography, gehören Fotofestivals in 8 Städten. Wie gesagt? An. Gehören an, ja. Also es sind eben neben Wien nach Athen, Berlin, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Luxemburg und Paris. Und für mich die Besonderheit, und Wien ist ein Gründungsmitglied des EMOB, gemeinsam mit Paris und Berlin. Und die Besonderheit ist eben, dass es nicht einfach nur ein Netzwerk ist, wo man sich einmal oder zweimal im Jahr trifft und sonst nichts passiert, sondern dass es eben so die Ausstellung, in der wir hier sitzen, Looking for the Clouds, dass es auch ein gemeinsames Projekt gibt. Und die Besonderheit am EMOB ist, dass das jetzt schon zum 6. Mal passiert. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, weil die Mitglieder sehr, sehr, sehr unterschiedlich organisiert sind. Aber Herausforderungen sind dazu da, um sie anzunehmen. Es ist auch der Gedanke dabei, dass man eben diesen künstlerischen Austausch zwischen den Ländern eben fördert. Und so ist es so, dass eben jede Stadt einen Kurator stellt
der auch dann, es wird dann ein Pool quasi an künstlerischen Arbeiten zu deinem Thema gesucht und eben die meisten stellen dann einfach auch Künstler aus ihrem Land vor und dann ist das eben schön, dass man dann wirklich auch so eben wie hier eine Arbeit aus Luxemburg hat oder eben genauso wie aus Deutschland oder Griechenland. Also die Festivals in den einzelnen Städten funktionieren schon autonom, aber sind eben unter diesem, also es gibt dann auch zum Beispiel die Eyes On Portfolio Review, wo internationale Gäste geladen werden, wo eben wir auch immer gern die Partner aus den E-Mob-Städten dabei haben. Aber so in den Grundzügen wirklich so vor Ort des Festivals hat es jetzt eigentlich keinen Einfluss. Das Schöne, dass wir zum Beispiel in dieser Ausstellung mit Arbeiten von Luxemburger oder griechischen Künstlern konfrontiert sind, die wir sonst wahrscheinlich nicht so gefunden hätten, sondern dass EMOB auch österreichischen Künstlern die Möglichkeit gibt, in Museen, in Ausstellungen, in anderen europäischen Städten sichtbar zu sein, die sie sonst nicht hätten. Ich glaube, dass es schon sehr viel einfach durch die Fortschreitung des digitalen Einflusses natürlich sehr viel mit dem Medium passiert. Und ich glaube, dass das in verschiedene Richtungen geht. Zum einen eben entwickelt sich das Medium schon sehr viel eben in die digitalen Möglichkeiten und Ausdrucksweisen weiter. Und gleichzeitig ist es aber so wie eine Zurückführung ein bisschen zu den Wurzeln. Also muss ich dann junge Künstler auch wieder traditionelle Techniken aneignen, um ihren Inhalten Ausdruck zu geben, wie die Cyano DP zum Beispiel, wo es jetzt auch wieder Workshops gibt und alles. Und ich glaube, das ist so eine Neuerung, die gleichzeitig eben auch wieder so eine Spezifizierung des Mediums veranlässt. Oder eben auch, glaube ich, also es ist so mein Steckenpferd, eben auch so diese Amateurfotografie, also dadurch, dass eben diese haptischen Fotos von den 50er und 60er Jahren jetzt noch vorhanden sind und eben wir aber eigentlich von unserer eigenen Familie oder unseren nicht nur mehr digitale Fotos haben, also es ist sowieso ein bisschen eine Grenze, wo man eben beides kennt und wo eben dadurch noch neue Wege entstehen. Also ich glaube, ein Profi ist immer die Frage, in welchem Bereich will ich Profi sein, weil eben ein Profi in der Werbefotografie muss kein Profi in der Kunst sein. Also Profi-Begriff ist ja auch eher aus der kommerziellen Welt. Und ich denke mal, dass es immer auf die Kontextualisierung ankommt und auf die Einbettung. Und ich denke mal, wenn man wirklich so mit einer Ernsthaftigkeit an ein Thema rangeht und auch konsequent daran arbeitet, dann ist das was wirklich aussagekräftig sein wird, auch weil man dann halt einfach verschiedene Aspekte versucht in seiner Arbeit darzulegen. Und ob das dann Reportagefotografie oder künstlerische Fotografie ist, ist, glaube ich, einfach so ein Weg des Ausdrucks, den die einzelne Person für sich gefunden hat. Also wir haben diese Schwerpunkte erarbeitet, weil es eben diese Menge an 150 Ausstellungen einfach teilweise fürs Publikum auch für uns schwer greifbar sind. Und da haben wir uns jetzt wirklich so angeschaut, welche Tendenzen können wir erkennen. Und da war eben schon erkennbar, dass es eben dieser politische Einfluss der aktuellen Situation in Europa ein starkes Thema ist, was dann aber auch eben so zum Beispiel im Zypern-Konflikt thematisiert wird. Also eben es ist Thin Lines and Borders. Dann gibt es eben diese Processing Photography, wo wir auch gerade darüber gesprochen haben, wo es eben den Schulraum der Schule Friedl-Kubelka wirklich in eine Kamera obscura gemacht wird, aber gleichzeitig Projekte mit Kunst, also so wirklich Knüpfarbeit und Fotografie vereint werden. Dann gibt es Flash Boom Bang, wo starke, junge Einzelpositionen oder nicht nur junge, aber eher so dieses mit einem frischen Geist quasi Positionen gezeigt werden und so kreative Perspektiven. Und dann gibt es das Beast Called Beauty, wo es eben um die Ästhetik geht, um die Schönheit und eben auch so dieses Aktfotografie, die provokant sein kann und nicht eben so diese traditionelle Aktfotografie zum Beispiel. Und Beyond Time, wo man verschiedene Projekte sieht, wo es um das Zeitdokument geht, sei es in der Kunstgeschichte oder auch in der Zeitgeschichte, wo man zum Beispiel eben die Schwulenbewegung von den 1970er Jahren in New York
betrachten kann und auch eben ein Projekt, wo man dann auch sieht, irgendwie die Fotografie bildet auch nicht immer die Realität ab. Also diese Auswahl trifft eben auch die Jury, weil es eben auch nicht möglich ist, wirklich jetzt, also das wäre so ein dicker Wälzer dann. Und also das ist einfach so historisch gewachsen, weil 2004 beim ersten Monat der Fotografie war es uns noch möglich, alle Projekte im Katalog zu versammeln. Und dann hat sich das aber eben so entwickelt mit der Zahl der Ausstellungen, wo wir auf der einen Seite einfach auch finanziell und organisatorisch nicht leisten können, einen Katalog mit allen Projekten zu publizieren. Andererseits jetzt nicht die Zahl der Ausstellungen wirklich auf die jetzt im Katalog sein können, reduzieren wollten. Das heißt, das ist eigentlich hat sich damals dann so ergeben und nach wie vor gibt es durchaus noch mehr interessante Projekte, als wir im Katalog haben können. Und die Grundidee eines Monats der Fotografie war ja, das Medium Fotografie zu stärken. Ja. Also gerade in anderen Städten hat die Fotografie einen anderen Stellenwert als in Wien, wo halt die das kulturelle Erbe halt sehr stark zu sehen ist, und da wollten wir da war einfach die Idee, durch den Monat der Fotografie dieses Medium einfach auch ins Rampenlicht zu rücken und das Publikum darauf aufmerksam zu machen, dass es eben auch die Fotografie als Kunstform gibt. Und ja, wo wollen wir hin? Ja, aber dazu noch ergänzend haben wir eben auch heuer geschaut, dass wir quasi ein verstärktes Vermittlungsprogramm, das wir quasi auch eigennützig nutzen, um selbst die Ausstellungen zu besuchen und gemeinsam mit den Besuchern einfach dorthin, also mit dem Publikum dorthin zu gehen, um zu diskutieren darüber, über Fotografie zu sprechen und eben zu schauen, gibt es Tendenzen, die wir noch nicht gesehen haben zum Beispiel. Und das ist ja, glaube ich, auch für uns ein bisschen diese Herausforderung, weil wenn wir über das Programm sprechen, ja, wir haben ja nicht, Hans Hurch kann, der hat wahrscheinlich alle Filme, oder der hat sicher alle Filme gesehen, die bei der Biennale laufen. Ja. Wir haben noch nicht alle Ausstellungen gesehen. Ja. Wir kennen die Konzepte, wir kennen die Fotos, aber ja. Wie dann Ausstellungen gebaut werden, wie die Fotografie präsentiert wird. Das hat ja dann auch sehr viel damit zu tun, ob eben genau dieses Gefühl, ist es ein gutes Foto, zustande kommt. Ja. Und insofern sind wir praktisch Besucher. Ich glaube, man muss immer auch reagieren auf das, was einfach vorhanden ist in der Stadt. Also ich denke mir jetzt, es wäre jetzt auch kein Problem, wenn es jetzt nur wie 70 Einreichungen gäbe und es hat einen Grund, dann macht man einfach da das Beste draus. Also ich denke mir einfach, es ist ein bisschen ein... Also wenn 70 gute Ausstellungen sind, ja, und wenn es 300 tolle Ausstellungen sind, wo auch die Jury sagt, da wollen wir eigentlich auf keine verzichten, dann wird uns das freuen, ja, aber also ich persönlich bin jetzt auch kein so ein Zahlenfetischist, ja, also es war nie der Drang, ja, es müssen jetzt mehr Ausstellungen sein, weil man muss immer wachsen. Also darum geht es uns nicht. Und ich glaub, also ich denke mal, die Qualität ist trotzdem eben auch in diesem Fall wichtiger als die Qualität.